Liebe Eltern in Mecklenburg-Vorpommern, wir stehen ganz am Anfang der Corona-Epidemie in unserem Land. Deswegen müssen wir alles unternehmen, um unsere Bevölkerung zu schützen und sie gesund zu halten. Dazu haben wir sehr drastische Maßnahmen, die in das Leben jeder Familie einschneiden, am Wochenende beschlossen. Unter anderem die Schließung von Krippen, Kindergarten, Tagespflegen und Horten. Heute haben Sie den Tag Zeit, um zu nutzen, die Kinderbetreuung zu regeln und abzusichern. Ich danke Ihnen für Ihr großes Verständnis und Ihre Mithilfe. Wir stehen Ihnen als Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern für Fragen zur Verfügung. Wir haben aufgrund der großen Anfrage nur noch zwei zusätzliche Telefonnummern geschaltet, die wir einblenden. Und auch Informationen, die hilfreich sind, finden Sie ganz aktuell auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite. Bitte nutzen Sie auch diese Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich danke auch allen Erzieherinnen und Erziehern, unserem pädagogischen Fachpersonal in den vielen Einrichtungen dafür, dass sie sich um die Kinder sorgen, die weiterhin auch ab morgen in einer Notfallbetreuung zu umsorgen sind. Ich danke Ihnen allen für die große Solidarität. Bitte bleiben Sie gesund.